Ich hatte vor langer Zeit mal in der Zeitung gelesen, dass ThyssenKrupp einen Testturm plant mit über 200 Meter Höhe, irgendwo hier in Rottweil. Dann dachte ich noch an einen April-Scherz, das kann nicht sein hier in diesem Landstrich. Ich bin Holger Hinz. Ich bin hier für die Firma Werner Sobeck AG zuständig gewesen als Gesamtprojektleiter. Und ich freue mich, heute durch den Turm zu führen. Und wir schauen auch ein bisschen hinter die Kulissen. Da fahren wir einmal hoch auf die Besucherplattform von 0 auf 232 Meter. Man sieht die Membran von innen mit unterschiedlichen Öffnungsgraden. Der Turm wird dann praktisch immer transparenter, je höher wir kommen. Und nach wenigen Sekunden sind wir auch schon oben jetzt. Immer wieder beeindruckend. So, jetzt sind wir hier auf der Aussichtsplattform auf 232 Meter. Deutschlands höchste Aussichtsplattform. Sieht schon toll aus, he? Die Wolkenmeere hier. So habe ich es auch noch nicht gesehen, ne? Tatsächlich. Das haben wir natürlich versucht, auch mit der Konstruktion ein bisschen zu unterstützen, um einfach die Transparenz maximal zu halten. Bei diesen riesigen Windlasten ist es, glaube ich, ganz gut gelungen. Es erweckt natürlich immer Erinnerungen an den Beginn der ganzen Planungen, aber auch an die Bauausführung. Und das war natürlich eine extrem intensive Zeit, weil wir innerhalb von einem Dreivierteljahr eigentlich den Turm in der Planung so weit bringen mussten, dass er auch tatsächlich schon die Fundamente betoniert werden konnten und dann auch die Turmschäfte, die dann relativ zügig innerhalb von 4 Monaten etwa in die Höhe gezogen wurden. Der Turm besteht ja aus einer simplen vertikalen Röhre. Wir haben dann sehr dünne Wandstärken gewählt, weil schlussendlich auch bei so einem Hochbau natürlich der Leichtbau eine Rolle spielt, Materialeinsparnis, sind wir natürlich an die Grenzen gegangen. Wir haben die ersten 110 Meter eine Wandstärke von 40 cm und sind dann auf 25 cm gewechselt. Also lediglich diese Dicke des Turmschafts hält den ganzen Beton. Der ganze Turm selber ist umhüllt durch diese markante Fassade. Die besteht aus einer Glasfasermembran. Das wird sehr oft auch im Stadionbau verwendet. Die Membran hat verschiedene Aspekte. Zum einen schützt die Membran den Turm auch vor Temperatureinflüssen, Sonneneinstrahlung. Und schlussendlich verbessert die Membran und die gesamte Konstruktion auch die Windeigenschaften des Turmes. Die Fassade selber ist einer Stahlkonstruktion befestigt, die sich spiralförmig um den Turm windet. Durch die Anordnung entsteht eine Form, die vergleichbar ist dann mit dem Skrutenwendel-Effekt. Man kennt das von Schornsteinen in Industriegebieten zum Beispiel. Die sind sehr oft schwingungsanfällig, weil sie sehr schlank sind. Da sind dann sehr oft ganz dünne Blechlein außenrum geschweißt. Die verbessern das Querschwingungsverhalten von solchen Türmen. Und auch diesen Effekt haben wir hier erzielt, sodass die Windlasten auf den Turm reduziert wurden. Nun ist der Turm erst schon seit geraumer Zeit fertiggestellt, aber da unten sieht man tatsächlich noch ein Überbleibsel der Montage. Der Ring fuhr dann am Turm entlang vertikal an 3 Zahnrädern und so hatte man Zugang zu der Fassade, konnte auf dieser Plattform die Membranrollen lagern und dann direkt montieren. Schauen wir uns doch mal einen typischen Raum an von einem Testturm. Ein Schacht, logischerweise, ein Aufzugsschacht. Das hier ist speziell ein Schacht, in dem Bremsversuche gefahren werden. Wow. Muss ein bisschen schwindelfrei sein, um da runter zu schauen. Ja, man guckt eigentlich aber auch gar nicht ganz runter. Da hängt was auf etwa, was ist das?
Eigentlich schauen wir nur 110 Meter runter. Da hatten wir eine ganz spannende Diskussion mit dem Bauherrn. Bei irgendeiner Besprechung teilte uns der Bauherr so nebenbei mit, dass doch ab und zu bei Bremsversuchen, die der Bauherr durchführt, eben in diesem Schacht, so ein Bremsversuch auch mal schief gehen kann. Da meinte er, ja, da fällt halt aus zum Beispiel 120 Meter Höhe ein Gewicht von 40 Tonnen herunter und schlägt auf der Bodenplatte auf. Und das ist natürlich eine ingenieurtechnische Aufgabe, die uns auch nicht jeden Tag begegnet. Schlussendlich wurde dann auch noch eine Zusatzkonstruktion eingebaut aus verschiedenen Stahlrohren, die aufeinander geschichtet werden, die dann einen Großteil der Energie umwandeln durch Verformung und so den Aufschlag dämpfen. Kommen wir zu einem weiteren Raum hier im Testturm. Ein etwas untypischer Raum, den es eigentlich sonst nirgends gibt, der den Schwingungstilger beinhaltet in Form eines Pendels. Der Turm mit seiner Höhe von 240 Meter ist ja enormen Windkräften ausgesetzt. Und wenn der Turm anfängt zu schwingen und sich zu bewegen in einer gewissen Frequenz, wirkt dieses Pendel dem entgegen. Und so wird vermieden, dass der Turm eine gefährliche Eigenfrequenz erhält. Als wir dann bei einer der Besprechungen saßen, auch mit dem Bauherrn, hatte er uns darüber berichtet, dass er einen sehr kleinen Testturm in England betreibt und da Ingenieure oft tagelang da sitzen und warten, dass der Wind ausreichend weht, damit das Gebäude sich ein bisschen bewegt und die Aufzüge dann auch unter Windbeanspruchung getestet werden können. In dem Zuge kam doch auf die Idee, wenn wir jetzt hier ein großes Pendel einbauen, dann könnten wir das doch auch absichtlich in Bewegung setzen. Dann brauchen seine Ingenieure nicht ewig warten, bis der Wind weht, sondern das geht dann auf Knopfdruck. Und haben das tatsächlich dann aber auch bewerkstelligen können mit Hilfe von Linearmotoren, die man hier unterhalb des Pendels befestigt hat. Und somit ist das Gebäude das erste und einzige Gebäude weltweit, das bewusst und absichtlich in Schwingung versetzt werden kann.